Das sind die Antworten. Also beim ersten Beispiel kommt das. Beim ersten Beispiel ist am Ausgang immer minus 3 halbe von der Eingangsspannung. Behauptet dieses PDF. Warum? Das links ist eine Loop, also U in, mhm. Dann hier da oben diese virtuelle Masse ist. Genau, ja, 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 hier virtuelle Masse. Plus 2ki, ja natürlich, ja. Mhm. Das i, was durch die 2k fließt, und das i, was durch die 3k fließt, ist dasselbe i, mhm. Weil in das Minus ja nichts einfließt. Genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite, u out ist gleich 3ki, mhm. U out plus 3ki ist 0. Und dann kann ich die zwei gleichen, also da kann ich das immer auf die andere Seite bringen, die zwei gleichen durchdividieren und kriegt das. Genau. Das ist jetzt nicht das Minus oder Minus. Das Minus ist falsch. Nein, das Minus ist richtig. Ja. Also wenn ich. Nein, nein, nein. Das kommt ja davon, dass es einmal reinfließt und einmal rausfließt, oder? Also wenn ihr euch, genau, also wenn ihr euch vorstellt, dieses Diagramm, was ich das letzte Mal gehabt habe. Wo wir quasi hier die Summe der überwundenen Widerstandswerte aufgetragen haben und hier das Potenzial an dem entsprechenden Punkt. Dann wäre das quasi sowas hier, dass wir hier unseren fixen Massepunkt haben. Und wenn ich jetzt hier mit der Spannung raufgehe, fängt dann der Strom durch diese Widerstände durchzufließen. Und es geht quasi zuerst n Volt nach unten, die so auf Braun sind, und dann noch einmal weitere n Volt oder m Volt nach unten, und dann sind wir natürlich unterhalb von Braun. Also das ist der klassische. Unterhalb der virtuellen Masse, die aber in dem Fall die echte Masse ist. Weil virtuelle Masse ja heißt, dass diese beiden Pins hier auf dem gleichen Potenzial. Ja, aber wie kann ich jetzt, wenn wir die Schalter mal anschauen, mhm. Wenn man anlegt auf U-In 3 Volt an? Genau. Ja. Sagen wir, wir legen U in 2 Volt an, das ist viel leichter zu rechnen. Okay, dann habe ich 3 halbe ist 1,5 mal 2 ist 3 Volt. Mhm. Wird jetzt ein Minus. Minus, genau, also wenn ich hier 2 Volt habe, brauche ich nicht zu strecken, ich kann das Bild ändern. So, wenn ich hier 2 Volt habe und dieser Punkt auf Masse liegt, mhm. Heißt, ich habe einen Spannungsabfall in diese Richtung, das heißt, mein Strom fließt voll in diese Richtung. Der Strom fließt natürlich genauso in diese Richtung durch den zweiten Widerstand und in die Richtung, in die der Strom fließt, in diese Richtung fällt die Spannung ab. Nachdem wir hier quasi schon Masse haben und dann noch einen weiteren Spannungsabfall, dann müssen wir unterhalb der Masse sein, wenn wir hier oberhalb waren, also wenn quasi der Stromfluss so ist. Aber der Punkt hier, der wird nicht auf dem Potenzial gehalten von diesem Stromfluss, sondern von diesem Operationsverstärker. Der macht an seinem Ausgang eine negative Spannung, gerade so negativ, dass dieser Spannungsteiler diesen Punkt auf der Masse hat. Und weil eben dieser Punkt die Masse genau in der Mitte ist, wenn wir in den einen quasi raufgehen müssen, wenn wir anderen runtergehen. Also ich kann. Das bedingt aber, dass dieser Operationsverstärker, dass ich beispielsweise mit plus 12 Volt und minus 12 Volt versorgt. Zum Beispiel, genau, genau. Wenn dieser Operationsverstärker nur mit Masse und plus Volt zum Beispiel plus 5 Volt versorgt wäre, dann wäre das völlig unsinnig, auf diese Art und Weise einen invertierenden Verstärker zu bauen, weil wir dann ja den Ausgang auf einem Potenzial haben wollten, den er gar nicht annehmen kann. Also wir verlassen dann quasi das. Den gültigen Bereich, der zulässig ist für diesen Operationsverstärker. Wenn ich das also machen möchte mit so einem Single-Rail-Op-Amp, dann kann ich hier quasi nicht die Systemmasse nehmen, sondern muss mir zum Beispiel einen zweiten Spannungsteiler 2,5 Volt machen und dann beziehen sich halt die Ausgänge und Eingänge auf diesen 2,5 Volt, nicht mehr auf die Masse.
Okay, also das war das erste Beispiel. Schauen wir zum zweiten Beispiel. Also wir schauen uns quasi die beiden Schaltungen, die wir haben, getrennt an. Wir haben hier zwei Schaltungen. Wir haben ein Widerstandsnetzwerk, das an Plus hängt, und ein zweites Widerstandsnetzwerk, das an Minus hängt. Und wir wissen, mit so einem Widerstandsnetzwerk, das war der letzte Block vom letzten Mal, oder die letzten Blöcke vom letzten Mal, irgendwie haben wir damit aufgehört, mit so einem Widerstandsnetzwerk kann ich eine Spannung mitteln, und zwar gewichtet mitteln. Genau. Gewichtet mit dem Leitwert. Also je kleiner der Widerstand, desto größer ist der Einfluss, den dieser Eingang auf diesen gemeinsamen Knoten hat. Müssen wir das jetzt nur in einsetzen, oder ist das kompliziert? Müssen wir jetzt nur das, was wir jetzt da an den Plus hängen haben, in das UIN irgendwie reinbringen, oder ist es noch komplizierter? Das ist quasi ein nicht invertierender Verstärker, für den quasi das UIN wäre. Und wenn du das gemeint hast, ja, genauso ist es. Also wir sagen quasi, hier hängt eine Schaltung am UIN von einem nicht invertierenden Verstärker, und wir rechnen uns zuerst aus, was diese Schaltung macht, und setzen das einfach dann in das UIN hinein von der Formel für den nicht invertierenden Verstärker, dann haben wir das gesamt. Genau. Das heißt, dass die eine 10 ist eine andere 10 als die andere 10. Die zwei Zähne, ja, die da gleich ausschauen, also die vor der Klammer und die unten, genau. Da kommt die eine von oben, von dem 1 und dem 9, ja, und die andere von 3 und 5. Genau. Und offenbar hat der Mensch, der diese Schaltung das designt hat, quasi genau das bezweckt, weil er quasi gesehen hat, hier kann ich gewichtet mitteln, aber dann ist es quasi das eine 7 Zehntel, das andere 3 Zehntel, in Summe ist es 10 Zehntel, das ist eine Mittelung. Von der Spannung, aber wollte nicht 7 Zehntel von U1 und 3 Zehntel von U2, sondern 7 mal U1 und 3 mal U2. Und darum muss er den Zehntel wieder kompensieren, indem er hier einen mal 10 Verstärker aufbaut. Und dann kürzen sich die raus, und dann haben wir 7 U1 und 3 U2. Ich glaube, die einzige wirkliche Falle an der Schaltung ist, dass es 7 mal U1 ist und 3 mal U2, also genau diese Werte hier vertauscht. Das kommt natürlich daher, dass gewichtet mit den Leitwerten wird und nicht mit den Widerstandswerten. Und wenn ich sowas habe mit nur zwei Eingängen, dann kann ich mir einfach die Widerstandswerte hernehmen und das vertauschen. Wenn ich mehr Eingänge habe, dann muss ich mir überlegen, okay, ich invertiere quasi die ganzen Widerstandswerte, dann habe ich die Leitwerte, und mit denen kann ich dann diese gewichtete Mittelung machen. Also ich glaube, das letzte Beispiel, das wir das letzte Mal gemacht haben, war im Grunde so eine Schaltung bauen, aber ich glaube, wir haben drei Eingänge gehabt, nicht nur zwei. Aber da war eigentlich so, implementieren Sie lineare Funktionen, so und so viel mal A plus so und so viel mal B und so weiter. Die Zentren unter dem Bruchstück, die kommen da raus, dass 7 und 3 Zentren ist. Ja, genau, weil das eben eine Mittelung nicht ist. Nicht von oben. Nicht von oben, genau. Der 7 und 3 ist quasi Koeffizienten für die einzelnen Dinge, und dann immer geteilt durch die Summe der Koeffizienten, damit es dann noch so eine Mittelungsoperation ist. Also eine gewichtete Mittelung. Das wäre eigentlich ein Addierer. Ja, das ist ein Addierer. Also in Analogrechnern wurden auch solche Schaltungen wirklich eingesetzt, um Berechnungen anzustellen, also Additionen, Subtraktionen. Multiplikationen kann man machen mit Operationsverstärkern, mit zusätzlichen Bauteilen. Und das ist dann der klassische Analog-Addierer. Ohne Übertrag, oder? Ohne Übertrag. Übertrag macht ja erst einen Sinn, wenn du die größten, die du addierst, in einem Stellenwertsystem hast. Und das haben wir hier nicht. Das ist ja kein Stellenwertsystem, was reinkommt, sondern wirklich eine analoge Stellgröße. So, also bestimmen Sie die fehlenden Widerstandswerte R2 und R4, also das ist jetzt genau andersrum. Es ist die Funktion für die Ausgangsspannung gegeben, wir sagen 5 U1 plus 10 U2. Und den R1, den kennen wir, den hier, und den R3 kennen wir, den hier. Und die beiden sollen wir ermitteln. Gut,
Wie machen wir das? Wir wissen, dass wir 15, irgendwie 15 kommen müssen. Genau. Das heißt, wir können oben mal den Spannungsteiler berechnen. Also ja, wir können so rum angehen, okay. 15 verstärkt, das heißt, wenn er 1 dies ist, dann müsste der andere, der 2 theoretisch 14 da sein. Ja, 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 also 1 plus 14 ist 15. Und, ja. Und unten? Der 3 ist 10k. Nein, das ist ein Fehler meiner Lösung, das sind 15k. Das tut mir sehr leid. Ja, aber das darf nicht sein. Sondern der nicht invertierende Verstärker soll um einen Faktor 15 verstärken und der ist definiert durch das Verhältnis dieser beiden Widerstandswerte. Nicht durch das Verhältnis des einen zum... Ah, ja, gut. Nein, das stimmt schon, das sind ja nicht invertierende Verstärker. Genau. Entschuldigung. Ich war jetzt noch so in dem da, aber das ist das vom invertierenden Verstärker. Und das ist ja ein nicht invertierender Verstärker, bei dem wir quasi so eine Geometrie haben. Und dann ist es, dann passt schon. Dann ist es quasi die Summe der beiden zum Einzelnen. Und dann stimmt sowohl das 9 als auch das 14. Ach, wenn ich versuche, hier vorne zu viel nachzudenken und mich also nicht... Also dann haben wir U out ist gleich R1 plus R2 in der Mitte. So, bei dem nicht invertierenden Verstärker. Da haben wir U out ist gleich in dem Fall U in mal R1 plus R2 durch R1. Also, das gehört auch. So, also du hast richtig gesagt, wir haben hier wir haben hier diese 15, also wir werden hier quasi eine Mittelung machen, wo wir Koeffizienten haben und das alles dann durch 15 teilen. Und um das wegzukriegen, brauchen wir oben einen Verstärkerfaktor 15. Und weil das ein nicht invertierender Verstärker ist, haben wir eben dieses R1 plus R2. Das heißt, R2 14k macht dann genau die Verstärkung in den Faktor 15. Und in dem unteren Teil haben wir schon gegeben, was haben wir gegeben? R3 ist 10k. Und wenn ihr euch vorher erinnert, mit zwei Widerständen, da kann man das dann vertauschen, wenn es proportional zu den Leitwerten ist. Das heißt, wir machen einfach den anderen 5k. Und dann haben wir genau... Dass die hier richtig gemittelt werden und dann wird das Ergebnis um die 15 verstärkt, die wir brauchen, damit dann das U-Out diese Funktion hat. Gut. Also es ist im Grunde ist immer das Gleiche. Aber im Prinzip könnte ich auch oben statt 1k und 14k könnte Oma 100k und 1,4 Mega nehmen. Ja, aber der 1k ist halt schon gegeben. Richtig, aber ja, es ist nur das Verhältnis ausschlaggebend und natürlich dann die Eigenschaften von dem Operationsverstärker. Also wenn, wir haben gesagt, er hat zum Beispiel einen gewissen Input Bias Current, also da, weiß ich nicht, ein Picoamp, ein Mikroamp, irgend sowas am Eingang haben möchte. Wenn ich jetzt natürlich anfange, Giga-Ohm-Widerstände zu haben, dann ist dieser Bias Current nicht mehr vernachlässigbar klein und dann funktioniert es nicht mehr. Also diese Größen muss man natürlich schon beachten, aber wenn ich einen perfekten, idealen Operationsverstärker habe, dann kann ich da statt 1 Kilo Ohm und 10 Kilo Ohm genauso gut 1 Giga Ohm und 10 Giga Ohm nehmen. Ich habe genau das gleiche Verhalten. Gut, das letzte ist, zeichnen Sie den Schaltplan eines Op-Amp-Impedanzwandlers. Wer hat das gemacht? Ich habe den Kopf.
Weise ist, der weiß, wo er findet, was er nicht weiß. Ich habe es im Kopf. Aber das ist gar nicht verkehrt, das zu malen, weil das ist schon noch eine Übung. Und noch weiser ist der, der weiß, wenn man fragen kann, der was nicht weiß. So, im Gegensatz zu dem ersten funktioniert das aber nicht, wenn sich das alle denken. Wenn sich alle denken, ich weiß, wo ich nachschaue, okay, wenn alle denken, ich weiß, wenn ich frage, dann... Also sowohl es auch nachschauen und wie. Also einer muss dann wissen, wo man nachschaut. Ja. Gut. Ja, ich weiß ja, also den Impedanzfall, da weiß ich auch so, aber ansonsten kann ich wahrscheinlich auch nur nachschauen. Okay, das war unsere Wiederholung zum letzten Mal und unser Test. Dann machen wir gleich munter weiter mit Super Mathematik.